Hi! Ich lehne mich zurück. Willkommen zurück. Jetzt kann ich mir diese nervige Steuerung machen, weil hey, dann kann ich Le muss Leon nicht mehr aufschimpfen. Und verprügeln, wie wir gerade in der Pause gemacht haben, die Ja. eine Sekunde Prügeln kann auch schnell gehen. ging. Soll ich wohl von wo man gucken muss? Wie üblich halt. Eigentlich schon ein gutes Gefühl mit dieser Perspektive. Wenn da die ganze Zeit ein bisschen Schatten davor wäre. Nee, kam nichts. Okay. Okay, I believe you. Muss bestätigen. So, nicht gedrückt halten. Und ducken. Leider nicht. Da sieht man was. Unten hören wir auf. Und oben fangen wir an, ne? Ja, ist dieser Bogen. Also in Alle irgendwo von, nach rein also, unten auch. wir fangen von unten an und dann nach rechts. Also nach, unten an, dann nach rechts wieder raus. So, ne? Unten anfangen. Nee. So? War so, glaube ich. Ah ja, stimmt. So, ja Ich habe auch genau. wieder Ja unten gesagt. genau, dann unten anfangen und Rest wieder raus, genau. Ja. Genau. Okay. Ah! Okay. Meinetwegen. I believe you. Ich glaube, das ist aber auch nicht notwendig, glaube ich. Weil wir können dann, glaube ich, auch einfach so weitergehen. Ja. Bonusrätsel? Bin IQ. Man macht für die Statistik. Ist ja wieder alles aufgelöst, wie viel Panels wir gelöst haben. Von daher. Hm. Nee, irgendwas fehlt noch. Ja, dieses Ah ja, dicke Prinz. Rätsel da. Das andere. Wo ging denn der Kabel hin, das wir gerade geöffnet haben? Nein, ich hätte rein irgendwie, ne? Ich Wo? gerade. Wo? Wo ist es denn? Da, das Rätsel haben wir gerade gelöst, ne? Es geht da rüber. Ah, Hat das Licht hier jetzt hat das angemacht. Licht angemacht, damit wir das sehen können. Da kann man jetzt mit dem Licht auch irgendwie da hinten, da drüben, Jetzt die das Frage, was das jetzt Flugzeug. angemacht hat. Keine Ahnung. Nix wahrscheinlich. So der Hinweis sein, hier, hier ist jetzt anderes Licht. Ah ja, Aber stimmt, guck mal ja. da hinten, guck mal da, hatten wir zum Beispiel so einen kleinen. Wenn das jetzt Schimmel. hochfahren lässt. Ja. Wenn du jetzt anfahren lässt, dann. Habe ich heute schon. Ja, dann will ich einfach mal gegenüber positionieren und es hochfahren lassen. Lebt aber mir auch nur für, weiß ich nicht, ein bisschen was. Ja. da passiert was. Wir gehen auf jeden Fall mittig, in der Mitte gerade. Da vor oben. Und dort gehen wir, glaube ich, auch direkt ins Ziel. Einfach mal behaupten. Und jetzt wieder weg. Keine Ahnung, Ich also. soll Okay, aber um den Startpunkt, okay. wir werden irgendwie los hier und dann ins Ziel. Von hier dann, glaube ich, direkt ins Ziel. Aber der Anfang ist noch ein bisschen unklar. Kann ich hier auch direkt aktivieren? Oder wird, glaube ich, einfach mal hier stehen bleiben? Ich hasse das. Nee. Start fangen wir an. Ich hoffe, hier sehen wir nichts, ne? Wohl nicht. Also auf jeden Fall so. Also ich würde sagen, wir gehen diagonal nach oben direkt.
Also man sieht halt nicht so viel, aber. Weil er halt vom Start diagonal in die Richtung, die wir halt gehen können. Also das ist in dem Fall. Ja, okay. Das kann ich eben schon. Was wir bald haben. Warum nicht? Also ich muss ja gar nicht zielen hier noch nicht. So, erst hier mit dem Zielen. Also oben. Muss ein bisschen nach links und rechts. Oben rechts ist der Anfang. Kriegen wir zumindest den Anfang. Vielleicht. Unten ist der Anfang. Ja, da ist direkt ein Diagonal. Ey, warte, das ist doch die Diagonale. Genau, wir gehen statt von unten. Also wir gehen erstmal nach unten komplett, glaube ich. Vielleicht. Wobei, vielleicht auch nicht. Ich glaube, ne, wir gehen nach links erst. Dann drunter zu den Diagonalen. Und dann ins Ziel. Also quasi. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Genau, wir gehen nach. Und dann direkt in die Diagonale, ne? Ja, irgendwie ist komplett was anderes unten. Ja, irgendwie seh die ganze Zeit komplett was anderes, als es hier oben gibt. Ah, okay, warte, okay. Könnt ihr auch von hinten malen, also. Stimmt. Ja, warte, ja, jetzt habe ich das verstanden. Also wir machen das und dann halt eine komplette Diagonale. Auf jeden Fall. Also fährt sich der Anfang ein bisschen anders, aber es ist eine komplette Diagonale. Dann hier. Und dann glaube ich direkt zum Ziel. Oder halt, was ich halt auch gerade im Kopf hatte. Nur die ersten Felder wissen wir halt nicht, ne? Okay, wir können auch hinten malen, das stimmt natürlich. Kann natürlich schlecht bewegen, ne? Rechts wir sind. In der Mitte sind wir auf jeden Fall eine Dreierreihe und dann gehen wir halt nach oben wieder. Und was für eine Scheiße, macht keinen Spaß. So. Hier jetzt die genaue Malen ist natürlich auch eine Sache für sich. Was ist denn das? Also. Ja, klar. Warum ein bisschen nach rechts, dann kann man ja noch. Also die komplette Diagonale, okay. Das ist die komplette Diagonale. Ja, stimmt, da sieht man ein bisschen Fetzen, ne? Also quasi, wir gehen nach unten, dann machen wir die Diagonale. Dann machen wir unsere Ecke. Und dann gehen wir ins Ziel, glaube ich. Ja, am Ziel kann es halt noch irgendwie abarten. Ja, ich glaube halt nicht. Also wir gehen nach unten, dann machen wir uns die Diagonale, ne? Ja. Noch einer oben, einer nach links. Das hatte ich da, glaube ich, schon ein paar Mal. Ja, ja, dann kann, am Ende kann ja theoretisch noch was sein, ne? Ja, also so. Theoretisch können wir auch so machen und noch eine Diagonale, dann die Kante, dann. Bis hierhin dürfte es so sein, auf jeden Fall. Das kann halt alles sein, ab hier. Das hier. Das hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen bewegen, herausfinden können, die neue Folge. Was zum Austausch der letzten Folge? Nein. Okay. Was ist hier los? Das war jetzt für nichts. Rastig aus. Es geht weiter, gar keinen Bock. Ich glaube, es ist wieder ein bisschen angenehmer, oder? Okay, hier ist eine Tür. Hach, 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 hach,
Ah, guck mal da. Halt auch da. Sehen wir hier unten. Dann hier kommen drei Felder und dann nach unten. Ja. Hier haben wir es eigentlich gerade gesehen. Ja. Wir haben hier so ein Ding. Ja. Dann einfach durch am Ende. Ja. Sehe ich doch auch schon, oder ne, nicht ganz. Also wie der Anfang ist halt, geht da. Also quasi, das ist der Anfang Das hier. andere sieht man halt unten, ne? Das hier. Und dann das wahrscheinlich nicht. Ja, man sieht es ja unten im Spiegelbild, das ist in den unteren Teil quasi. Gut, wir machen das doch, was am Anfang, das ist so ein Tetris-Block. Den wir am Anfang bauen und unten. Gehen wir da komplett nach unten durch und machen so einen Viererblock dann. Wo kommt es ja von da dann an? Ja, da komme ich halt, hier geht es halt dann entsprechend weiter runter. Dann mache ich diesen Viererblock und dann geht es ins Aber Ziel. jetzt mal, dann kannst du ja direkt so mit beiden malen, dass du beide siehst. So, ne? Ja. Ja, ich glaube, hier der Viererblock. Und hier mit der Kante ins Ziel. Aha. Oh. Also, wir haben eine Seite. Okay, wir haben Schön, eine Seite schön. geschafft. Was denn? Kann man gar nicht so viel machen. Oh, was haben wir hier? Das können wir nicht machen, weil die Dinger da im Weg sind. Hier? Ach Ja. so, ah, okay, man sieht den roten, ne? Das was. Was können wir halt nicht machen, weil da halt was im Weg ist. Soll das denn? Wir müssen uns das hier nochmal angucken. Oder ist hier hinten ist auch was? Nee. Also wir müssen erst das lösen, damit wir das hier lösen können. Und das wird halt den. Was ist das wahrscheinlich auch schon? Nein, das ist doch schon der Laser. Also das heißt schon, aber. Hä, aber Vielleicht müssen wir auch die Wege gehen, die da nicht eingezeichnet sind. das ergibt ja irgendwie wenig Sinn. Und es klappt halt auch. Oder? Es klappt halt auch nicht hoch. Dann rechts, dann hoch. Ne, funktioniert auch nicht. Da komme ich hier, komm ich da noch rum. Kann ich hier wegwerfen irgendwie? Warte mal. Kann ich hier im Schatten was machen? Aber. Okay. Ah, okay. Ja, das ist ja im Grunde genommen, habe ich schon, das ist ja quasi punktometrisch wieder. Was ist das? Punktometrisches Bild. Stimmt. Also wenn man so hochklappt, da, also musst du dann Genau, links, also wir gehen halt blub, erstmal blub. links, Okay. links, dann komplett hoch, dann runden, dann halt diese Treppe runter. Links und komplett hoch. Ich glaube, das reicht. Was? Was Oh. der Was denn? ist denn? Das habe ich nicht gekauft. Geil. Oh. So, also sieht man Tag. Ach so. Ich kann nicht sie nehmen. Mach mal einfach nach oben. Ah, okay. Ja. Ja. Simpel. Ja, es sieht irgendwie, na, was ist denn das unten, ne? Unten links anfangen, da einmal den. Einmal so ein. Ja, so gespreizte Beine. So weit komme ich auf jeden Fall nicht. Und damit aktivieren wir den Laser. Juhu! Also, das kommen wir von der anderen Seite rein, Backstage da hinten. Gerade mal zwei Folgen den Laser geschafft. Ich hasse alles. So gut. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier. Doch kein Laser. Der Laser oben drauf? Naja. Das war umdrehen.
Kling! Das hat wohl. So, jetzt würde ich aber gerne nochmal kurz zu dem Ding gehen, was wir vor 2 Folgen auch noch gesehen haben. Wo ich ja so, na keine Ahnung, ich erwarte jetzt einfach mal so einen, so ein Märchen. Märchen. Also ich frage, wo es da hinten, wo man dann kommt nochmal. Ich glaube, muss da weiter vorne Ja, ich runter, ne? dachte auch, ja. Boah, nee, nee, Oder nee, nee. nicht. Dann kommt das gleich noch. Wir müssen dann nur für dieses eine Optional-Rätsel schon ein bisschen weit laufen. Aber Da das ist es. interessiert Da. mich. Was war denn hier so Sache? Ah ja, genau, ich erinnere mich. Aua. Und die Frage ist jetzt, wir müssen alle Felder einmal berühren und die Frage ist halt, was realistisch ist. Diese Abzugsblöcke, die müssen halt mit dem Gebiet sein, damit die halt abziehen. Meine, das sind 4 Blöcke. Also theoretisch müssen wir in einem Gebiet sein. Mit den Dingern. Funktioniert doch gar nicht. Ah, genau, wenn wir ein Gebiet sind mit 3 Wegdingern und. Wobei, doch stimmt, wenn wir in einem Gebiet sind. Stimmt, das war die Überlegung. Wenn wir in einem Gebiet sind, wo halt aber alle 4 Punkte weggenommen werden, also wenn wir diesen Viererblock da haben. Und dann alle 4 weggenommen werden, dann kann das Gebiet dann beliebig groß werden. Ich glaube, das war das, was wir machen wollten, ne? Ja. Und der Dreier muss halt eben, ja genau, halt Verwendung finden. Also nicht. Sondern ich frage, wie? Ja, das ist nicht gut, weil ich wieder mein Dreieck dann da reinmache, aber dann ist halt das nicht mehr inkludiert. Das Wobei, hat doch, nicht. wenn ich das. Doch, doch, dann ist es noch mit dem Gebiet drin, ne, wenn ich das so mache. Nee. Aber wenn ich das hier mache. Habe ich gerade gemacht? Da war es hier oben, ne? Was habe ich gerade gemacht? Weiß ich nicht. Ah, genau das hier. Dann habe ich den nicht mitgenommen. Ah, genau hier wäre dann halt eine Lücke, um den halt potenziell nochmal mitzunehmen. Dann ist dann doof hier. Boah. Wir müssen auf jeden Fall hier anfangen. Da bin ich mir sicher. Ja. Ja. Das muss aber tatsächlich so gemacht werden, eigentlich, dass der Viererblock halt verschwindet, weil alles andere können wir nicht kombinieren. Weil wenn wir den Dreierblock komplett eliminieren, müsste ja von dem Viererblock auch eliminiert werden, aber jetzt kriegen wir nicht in ein Gebiet zusammen. Ja, und halt ansonsten kriegen wir auch den Dreierblock auch nicht mit irgendeiner anderen Eliminierung überhaupt in ein Gebiet rein. Also, würden wir schon, wenn wir halt alles eliminieren würden, aber das klappt dann halt entsprechend nicht mit dem. Das heißt, der muss komplett eliminiert werden. Wenn wir halt irgendwie sowas dann haben. Jetzt halt wieder eine Abtrennung. Ja, irgendwie der Zweier da ist halt scheiße. Also Können wir den. den irgendwie mitnehmen? Also müssen wir. Irgendwie nicht, weil dann ja immer der Dreierblock vom. Irgendwie so beschädigt wird, sag ich mal. Sowas machen, das ist mit drin. Wow. Da kann man so anfangen. Nein, das ist auch nicht zielführend.
Das wird noch eine Abtrennung sein. Wenn ich das einfach mal mitnehme, kann man ja machen. Dann passt das jetzt mit meinem Dreier nicht mehr. Was ich nur schade finde. Der Dreier ist halt irgendwie. Okay. Man kann ja nur da. Also sagen wir mal, wenn wir es so bauen, dann können wir den Dreier halt auch so hinbekommen, wenn wir so kommen. Geht ja auch. Aber dann ist halt Ja. jetzt hier halt der Zweier ausgeschlossen. Aber theoretisch. Das hier mache. Ja, ich das hier mache. Ja. Dann ist alles in Ah. einem Gebiet. Und wir haben hier unseren Dreier. Ja. Oh. Aber es geht nicht. Okay, was ist hier drin? Gar nichts. Der Hype aber groß. Ja, da haben wir doch das, was wir haben wollten. Guck mal. Wollen wir das wirklich? Mehr Filme. Wuhu. So. Ja. Nehmen wir jetzt noch in der Folge mit. Würde ich einfach mal behaupten. Oder? Oder? Ja, wo waren das? Von der Mühle. Keine Ahnung, kannst du die Folge beenden und wir laufen jetzt kurz so hinter hinten bei der Windmühle. Aber ich würde einfach sagen, wir sehen uns bei der Windmühle gleich. Also in der nächsten Folge. Bis dann und ciao. Okay, tschüss.